So, also ich war jetzt pinkeln, habe mir die Hände gewaschen, ich habe ein Bier, dann können wir jetzt eigentlich auflegen. Hi, ich bin der Zankl und ich zeige euch heute, wie einfach es ist, Harissa selber zu machen. So, Harissa selber, das ist eine Chili-Gewürzpaste aus Nordafrika. Kommt ursprünglich aus dem Maghreb, das ist so die Mittelmeerregion um Tunesien, Marokko, Algerien und Westsahara. Wie immer zeige ich euch so das Grundrezept. Da haben so die verschiedenen Länder und Regionen haben sie ihre eigenen Kniffe noch reingebracht. Wir haben jetzt hier 12 mittelgroße getrocknete Chilis. Eine halbe Stunde in Wasser eingelegt, nachdem ich die Kerne rausgemacht habe. Weil die wollen wir jetzt nicht so unbedingt haben. Wenn ihr schärfere Chilis hernehmen wollt, könnt ihr die auch hernehmen. Also man kann da wieder variieren. Wenn ihr nur schärfere habt und ihr wollt aber eine nicht ganz so scharfe Harissa, könnt ihr auch noch irgendwie Paprika rein wurschen. Dann wird es wieder ein bisschen milder. Dann haben wir die berühmten 2 Knoblauchzehen, also so an die 5. Da kann man natürlich auch ein bisschen drehen. Wir haben einen guten Teelöffel grobes Salz, einen Esslöffel Koriander-Samen und einen gehäuften Esslöffel Kumin. Da kann man auch noch mehr reintun. Ich tue ein bisschen mehr rein. Ist geil. Genau, zu den Regionen zurück, die ich vorher aufgezählt habe. Die haben dann so Sachen gemacht wie noch getrocknete Oliven rein oder Minze, ja, oder halt Zitronensaft. Also da ist so Narrenfreiheit auch ein bisschen. Wie gesagt, wir machen wie immer Grundrezept. So, und weil ich ganz liebe Jungs bei mir im Team habe, kann ich jetzt das hier mal kurz auf die Seite machen, nämlich. Die haben nämlich zusammengelegt. Deswegen bin ich jetzt stolzer Besitzer von so einem Hightech-Induktionsherd, nämlich. Fangen wir mal an. Schritt 1 ist, wir nehmen den Koriander und den Kumin und hauen den in diesen, ich habe jetzt hier einen Topf. Dann machen wir mal den Herd hier an. Okay, das ist ein bisschen laut, da müsst ihr jetzt leider durch, tut mir leid. Und es vibriert auch, das ist schön, Mensch. Und ich brauche einen Kochlöffel, den habe ich vergessen. Ich habe einen Kochlöffel, Mensch. Dann rösten wir das ganze Zeug ein bisschen an. Dann kommen nämlich die Aromen raus und die wollen wir. Zum Anrösten, hier knackt es schon ein bisschen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ihr werdet so einen leicht Popcorn-artigen Geruch feststellen irgendwann, wenn es soweit ist. Das mit diesem Induktionsherd ist endgeil. Wenn es dann das Rauchen anfängt, dann seid ihr schon, vielleicht gehe ich ein bisschen runter. Das geile Teil, da geht einiges. Der Kochplatte hätte ich eine halbe Stunde gebraucht. Genau, dann geht hier schon der Rauch auf. Es darf dann alles leicht braun werden, fleißig umrühren. Dann machen wir die mal aus, bevor es mir schwarz wird. Dann schaut das Ganze nämlich so aus. Ich hoffe, man sieht's. Schritt Nummer 2, man macht ein kleines Branding auf den Holztisch. Schritt Nummer 3, die angerösteten Gewürze kommen peu à peu in den Mörser, sodass man sie halt klein kriegt. Und dann immer, ist halt so der Trick beim Mörsern, so ein bisschen Salz dazu, weil das hilft dann beim weiteren Zerkleinern. Das ist so, ja, ein bisschen wie, in Laboren tun sie zum Beispiel Sand dazu, dass das Zeug einfach durch die Struktur vom Sand oder hier halt Salz ein bisschen wie zerschnitten wird. Heißt, das, ihr tut es euch wesentlich einfacher beim Mörsern. Übrigens mit ein Grund fürs Anrösten ist, dass es wesentlich einfacher geht, das Zeug klein zu machen. Schaut dann so aus. Dann machen wir das mit dem restlichen auch noch. Ich habe das beim ersten Mal tatsächlich daheim mit so einem, mit meinem Pürierstab gemacht, der so einen geilen Aufsatz unten, so ein Plastikgefäß ist. Und habe festgestellt, dass ihr heiße Gewürze auch nicht in so ein Teil reintut, weil der ist jetzt trüb und riecht immer noch nach Kumin, nach diversen Spülmaschinengängen. Tut es euch selber den Gefallen, macht es wirklich im Mörser oder lasst es kalt werden und tut es dann in so einen Häcksler. Das ist auch ein gutes Unterarmtraining. Geht da Rauch auf. Dann kommen die eingeweichten Chilis da rein. Eingeweicht sind sie eigentlich hauptsächlich deswegen, weil wer schon mal versucht hat, mit dem Mörser getrocknete Chilis klein zu machen, weiß, was das für ein Gefühl ist. Diese Chili-Haut, die kriegst du nicht klein. Dann das restliche Salz dazu, aus besagtem Grund. Mörser. Kurze Zeit später. Man kann das Ganze jetzt auch mit trockenen Chilis tatsächlich machen, wenn man sie halt, ich sag jetzt mal, davor anderweitig vielleicht ein bisschen kleiner bringt. Das hat den Vorteil tatsächlich, dass die ganze Chose ein bisschen länger haltbar ist, weil wenn ich jetzt hier da wieder mit Wasser anrühre,
gebe ich dem Zeug halt wieder eine Grundlage, dass es mir schlecht wird. Und mit getrocknetem Zeug ist das eigentlich schon fast nicht machbar. Also ich mache es eigentlich fast lieber mit getrockneten, aber original ist halt so. So, schaut dann so aus. Dann können wir schon mal den Knoblauch dazu tun. Kann ich jetzt hier schon wieder ein bisschen matschen. Die Leute in Nordafrika essen Harissa so mehr oder weniger wie Ketchup wir. Das kommt eigentlich überall rein, wo es halt Würze braucht. Für was man es hernehmen kann, eigentlich tatsächlich alles Mögliche. Also man kann es zum Spiegelei essen, man kann es als Brotaufstrich hernehmen, man kann es, wenn man noch Joghurt dazu schmeißt, dann kann man Fleisch drin marinieren. Der Fantasie sind tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Was ich mega geil finde, ist so einen Löffel von der fertigen Paste und der Ketchup rühren. Ihr habt ein richtig geiles Gewürzketchup. Das. Dann schaut sich das so aus, also jetzt noch nicht so ganz fein, aber man kann jetzt schon mal das Gewürzpulver dazu tun, dann hat man dann ein bisschen eine andere Konsistenz, dann kriegt man das vielleicht noch ein bisschen feiner hin. Man kann im Endeffekt auch gleich alles miteinander reinschmeißen, aber es ist ein bisschen einfacher, wenn man es nacheinander klein macht. So, dann schaut das Ganze so aus, ist noch ein bisschen, sag jetzt mal, klumpig. Dafür bringt mir mein liebevoller Assistent. Das Olivenöl, das ich schon wieder vergessen habe, sind im Endeffekt so 3 bis 4 Esslöffel. Das sieht man jetzt schon langsam, jetzt habe ich hier einen schönen Batzen. Und der hat eigentlich schon eine ziemlich gute Konsistenz. Probieren wir die Sache mal. Ja, alles drin, was man braucht. Salz, Kumin, Schaf, Knoblauch, geil. Den Koriander schmeckt man nicht so stark raus, aber es ist halt auch einfach kein frischer Sinn, bloß die Samen, das schmeckt sowieso ein bisschen anders. Also da braucht man auch keine Angst haben, auch wenn man Koriander hasst. Das Einzige, was ich jetzt sagen muss, es ist mir tatsächlich wegen dem Induktionsherd ein bisschen dunkel geworden. Da war ich vielleicht mit dem Anrösten ein bisschen übereifrig. Naja, normal ist es ein bisschen heller, aber es schmeckt trotzdem noch geil. Das könnt ihr dann jetzt in ein schönes ausgekochtes Glas packen und dann ist sich das eigentlich schon eine Weile haltbar. Also ich sage jetzt mal so mit getrockneten Chilis, wenn ihr macht's, eigentlich ewig und so 3 bis 4 Wochen. Wenn ihr das in ein Glas packt, dann haut es oben noch so einen halben Zentimeter bis Zentimeter Olivenöl drauf. Dann ist es euch noch länger haltbar, weil dann ist es luftig verschlossen und kommt auch wirklich gar nichts mehr hin. Ich mache jetzt mal Olivenöl zu. Das räumen wir nämlich auf, weil das Video ist zu Ende. Gerne einen Daumen da lassen. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, ab in die Kommentare damit. Ich schaue, dass ich sie möglichst schnell beantworte. Und immer weiter fleißig abonnieren. Wir kommen dem Ziel näher. Also merci und bis bald. Ciao.